Weißt du eigentlich, wie alt das Gelände ist, das Isegelände und der Breckengel? Oder der Hansbeigerbreck? Hansbeigerbreck ist nicht mehr. Was nicht mehr weiß. Nein, das ist also, erstens mal war nicht, das habe ich schon als Ratsvorsteher gesagt, aber bei den, in den Akten der Straßenbauverwaltung ist das nicht die Kohle, sondern die Hansbeigerbrücke. Es ist die Hansbeigerbrücke. Das gemacht worden in 1978. Gisbert, jetzt kommen wir wieder auf das, was du geschwatzt hast. Da gab es auch einen Riesenstreit, das geht nicht dahin. Nur die Sicherheit, weil die Steine, die Quader waren so niedrig, was drauf kommt. Es ist wieder drauf, ich habe gedacht, gut, ich spreche neue Uhr, da wird vielleicht die Quader erhöht, ja. Dann haben wir das so gemacht. Gisbert, weißt du das noch hier? Weißt du das noch? Am Waldloch, kannst du das vielleicht auch noch ansehen hier? Der Ebersbrunner, der Ebers Ewald, da ist er mal da oben. Da war das so ein Loch, eigentlich so ein Wasserloch. Da waren wir immer auf dem Sonntag oder was. Mit dem Meermann zusammen. Und da ist er dann nochmal gefallen. Du. Weißt ihr das noch? Und wir sind durchgegangen. Du warst schon dabei. Ist denn heimgegangen? Er hat nochmal ruhig geguckt, wir haben gesagt, naja, ist nicht der Sache, gehen wir heim, aber wir sind gekommen.